Ja, auf geht's, haben wir gesagt, weil wir versuchen jetzt hier bei Phantasialand gerade ein bisschen Human Resource und Marketing zu finden. Guck mal, da vorne ist der neue Peugeot, der 508. Ist ein klasse Ding eigentlich, oder? Ja, mal gucken, wo das alles ist. Geisterbahn hat man mir gesagt, Wilfried. Aber vorher will ich wissen, was bei dir, was hast du mitgenommen bis hierhin? Also es war sehr interessant, was unser Digitalminister, Herr Pinkwart, gesagt hat über die digitalen Dinge oder vor allem über die Hidden Champions. Das war sehr interessant, fand ich. Und dass nicht in China die Innovation ist, sondern genau. In Deutschland, in unserem kleinen Deutschland. Ja, so klein. Da sind die Patente, da sind die Innovationen. Das heißt für mich nur, die Chinesen kupfern das nur ab. Aber die Innovation. Die waren immer schon Kopierer. Ja, aber schau mal, die Innovation, die ist hier bei uns. Die ist in diesen Ländern. Ne? Ja. Und viele schimpfen auch über Telekom, über die Preise und so. Vielleicht muss man sich mal ein bisschen Gedanken machen, wenn man das nächste Telekom-Handy oder den Tarif abschließt. Die machen ja unheimlich viel auch für diese Dinge. Die kreieren Dinge. Mhm. Und da muss man doch vielleicht mal sagen: Komm, mein nächster Handyvertrag, den mache ich über die Telekom. Ja, weil da ist die Innovation, die haben die Ideen. In den Großfirmen sind die Köpfe, die was produzieren. Und das ist nach wie vor so. Und das habe ich jetzt mitgenommen. Das fand ich so interessant. Also was mich so interessiert hat, wir sind gerade ein bisschen dunkel, aber macht ja nichts. Ich hoffe, ihr könnt das noch ein bisschen sehen. So, oh Gott, jetzt haben wir es. Ja. Eigentlich könnten wir hier bleiben. Ja. Was er gesagt hat, eigentlich dieses Fuck up. Ja. Manche kennen das schon, also auf die Nase fallen und wieder aufstehen und kämpfen. Und das gilt nicht nur für Start-ups, sondern auch für große Unternehmen. Das hat man ja gehört, das ist ja, wie du weißt ja, ich bin ja auch seit 30 Jahren selbstständig. Das ist immer wieder so ein Berg und Tal. Ja? Ja. Und du das, und ich glaube, den Fehler machen, oder gerade Start-ups machen, Hakan, das ist, wenn sie meinen, sie sind oben, dann lassen sie nach und dann kommt das Tal. Du musst immer wieder denken, es gibt immer wieder Höhen und Tiefen, ne? So ist das beim Unternehmer. Ja, so ist das, wenn man selbstständig ist, genau. Ja. Jetzt gucken wir uns mal ein bisschen um. Wir werden euch noch mal berichten. Guckt doch mal hier oben und unten, ist ein Link. Da sind nämlich die ganzen anderen Videos, auch den, was wir gerade besprochen haben mit dem Herrn Wirtschaftsminister, ist er doch, oder? Ja, ja. Pinkwart, sein Keynote. So, das war's erstmal vom Phantasialand. Bis demnächst. Tschüss. Ciao, ciao.